endlich am Ziel angekommen, am Hockenheimring. Hurra, ein schönes Rennsportwochenende liegt vor uns. Ich werde es in vollen Zügen genießen. Carrera ist mal wieder angesagt. Entschuldigen Sie bitte, das kann jetzt nicht sein, das wäre ein bisschen unangenehm. Doreen Seidel? Ja. Naja gut, wenn man zum Autorennen geht, zum DTM-Finale, kann es schon sein, dass man Doreen Seidel trifft. Playmate des Jahres 2008. Lang, lang ist her, aber ja, du hast recht. Aber es stimmt. Aber es stimmt, ja. Du fährst Autorennen. Ich fahre Autorennen. Es gibt diesen Spruch, Zufälle gibt es nicht, es hat alles einen tieferen Sinn. Das bedeutet? Ich komme hierher, um zu üben. Ich mache das einmal im Jahr zum Hockenheimring. Race in Case trainieren, das ist ja etwas, wo ich sozusagen ein Großmeister bin. Da habe ich den 78. Dan. Und Hockenheimring, da ist man, da atmet man Benzin. Und da finde ich, passt so ein Slot Car Race, so eine Carrera-Bahn ganz gut her. Das stimmt. Ein kompetenter Herausforderer. Gegen mich. Mit dir habe ich am allerwenigsten gerechnet. Wir müssen gegeneinander fahren. Und du meinst, wenn ich mit meinem Auto fahre, hast du irgendeine Chance? Du weißt. Auf alle Fälle. Ich bin schon ein paar Runden mehr in meinem Auto gefahren als du. Auf dem realen Racetrack da draußen, glaube ich, mache ich gegen dich keinen Stich. Ja, aber bei meiner Digital 1.32 Carrera-Bahn, da bin ich schon ein ziemlicher Star im Ring. Das wollen wir erst mal sehen, Neil. Bist du bereit für deine Niederlage? Du scheinst ja deiner Sache ja sehr sicher zu sein. Ja, kann ich doch auch. Glaubst du allen Ernstes, du gewinnst? Ja, durchaus. Ich bin vielleicht nicht so schön wie du, aber dafür kann ich ganz toll Carrera-Bahn fahren. Schau mal, da steht schon mein Name, das heißt, da steht schon der Gewinner. Innenbahn oder Außenbahn, Frau Scirocco? Ja, na, die Außenbahn natürlich. Die Außenbahn natürlich, warum? Weil die schneller ist, weil ich damit gewinne. Und weil man natürlich in der Außenbahn nicht so leicht davonfliegt, da hier in den Kurven. Jahrelange Erfahrung, sage ich dir. Die Innenbahn ist was für absolute Carrera-Superspezialisten. Ja, ja. Insofern habe ich keine Angst vor derselben. Jeder bekommt hier einen Handwickler. Du bekommst den blauen. Ich bekomme den blauen, vielen Dank. Dankeschön. Grün, wir fahren 10 Runden. Und das Ganze kabellos. Kabellos. Willkommen in der Zukunft. Viel Start kostet Bier. Nein, und jetzt? Ja. Ich drehe so meine Runden und du warst schon mal. Ich bin jetzt auch auf der Außenbahn, ganz lässig Spur gewechselt. Schneller bist du, ich quatsch jetzt mal weniger. Ja. Also genug gefaselt, jetzt wird's mal ernst. Ich liege hinten tatsächlich 1,5 Runden. Ja, wenn du versuchst, mich hier mit unfairen Mitteln aus der Bahn zu werfen, geschieht dir das recht. Was hast du denn jetzt gemacht? Bist du außen? Du kannst dich nie überholen. Letzte Runde. Sieht nicht gut aus. Zwei Runden vor dem Gewonnen! Ja. Tja, da macht sich das jahrelange Training an der Carrera-Bahn endlich mal bemerkbar. Ich gratuliere Doreen Seidel, die souveräne Gewinnerin. Das hast du toll gemacht. Vielen Dank. Ja. Und du hast auch was gewonnen, nämlich Carrera-Bahn Digital 132, Hybrid Power Race, 8,2 Meter. Drin sind ein Ferrari und ein Porsche. Deswegen ist es so schwer. Die ist ganz schön schwer, du. Und jetzt üben, oder wie? Ja, ich bin ja bestens vorbereitet jetzt auf mein Rennwochenende hier in Hockenheim. Das heißt, ja, kann da nichts mehr schief gehen. Und am Samstag holst du hier auf dem Racetrack den Sieg. Ich drücke dir die Daumen, bleib gesund. Dankeschön, wir werden alles geben. Irgendwann gibt es ein Replay, hoffe ich. Versprochen. Mach's gut. Ciao. Jan, helfen.